Entscheidungen sind für mich ganz wichtig. Das beginnt schon beim Frühstück. Es kommt ja darauf an, was ich untertags mache. Also geht es zum Studium, bin ich am Berg unterwegs, mache ich Sport. Aktuell mache ich eine Bergführerausbildung und ich habe da aber die hundertprozentige Verantwortung. Ich treffe die Entscheidung. Es muss eine schlaue Entscheidung sein, schließlich sind es andere Konsequenzen wie bei Entscheidungen im Tal. Ja, ich glaube, es braucht schon viele schlaue Entscheidungen. Gerade im Profisport sind die nicht immer ganz populär. Und nur viel wichtiger ist es, glaube ich, im Bergsport, denn die Konsequenzen sind einfach noch mal drastischer. Ich habe gewusst, dass Vissmann schon sehr viel Erfahrung im Wintersport hat, dass sie viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit legen und jedes Jahr aufs Neue entscheide ich mich wirklich ganz aktiv für diese tolle Zusammenarbeit und es ist wirklich ein bisschen wie eine Familie. Ja, bei Rennen entscheidet man ständig. Es gibt ganz viele kleine, spontane Entscheidungen. Laufe ich vorne, bleibe ich vielleicht da hinten, welche Schießbahn wähle ich aus? Beim Schießen selber, wann drücke ich jetzt ab? Letztendlich kann das aber auch den Unterschied bringen, gewinne ich das Rennen oder bin ich irgendwo im Mittelfeld. Wenn ich mich zurückerinnere, gibt es eine Entscheidung am Berg. Da bin ich in einer Gewitterkammer. Das Wetter war von Anfang an nicht ganz so besonders. Und ich war dann in einer Situation, wo es wirklich äußerst unangenehm und prekär war. Bin froh, dass alles gut gegangen ist, aber das war wirklich knapp. Und wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, würde ich mich definitiv anders entscheiden. Ja, die Vorbereitung in der Saison 18-19 verlief relativ holprig. Ich war nicht ganz fit, öfter angeschlagen und habe dennoch 2 Bronzemedaillen bei der WM in Östersund gewinnen dürfen. Habe dann aber gemerkt, es reicht und es wird Zeit für was Neues. Und ich habe mich richtig gefreut, dass jetzt ein neues Leben beginnt. Durch das, dass ich viel in der Natur bin, prägt es natürlich mein Verständnis für Nachhaltigkeit. Darum liegen mir die Berge, liegt mir die Natur sehr am Herzen. Aktuell bin ich mit meiner Mama gemeinsam in der Planungsphase für einen Hausbau. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir was Cooles schaffen, was Nachhaltiges, Naturverbundenes, wo wir die Energie, die sowieso schon da ist, dass wir die versuchen aktiv zu nutzen. Ich sehe auf jeden Fall eine Parallele zum Sport. Da ist es ja auch so, dass man einen guten Plan braucht, um seine Ziele zu erreichen. Und darum war es mir ganz wichtig, dass ich bei diesem Hausbauprojekt auch meinen Partner Vissmann mit ins Boot hole, ihnen von meinen Plänen berichte. Eine Wärmepumpe ist für mich eine super Entscheidung. Auf der einen Seite ist sie umweltschonend, aber auch sehr effizient. Sie nutzt die Energie, die sowieso schon da ist. Und Effizienz ist mir ja auch beim Training und Sport sehr wichtig. Vissmann hat sich auf die Fahne geschrieben, dass die Produkte untereinander vernetzt sind. Dass es ein richtiges System ist, das zusammenarbeitet und das ist ähnlich wie beim Sport. Auch hier ist wichtig, dass das Team zusammenarbeitet, dass jeder weiß, was macht gerade der andere. Und das ist der Unterschied, den Vissmann hier gegenüber anderen macht. Man könnte auch sagen, schlau gewinnt.